Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und ich meine, Verfolgung wird hier so oft erwähnt, in beiden Briefen, so positiv erwähnt, das ist einfach Teil des Werk des Glaubens. Nicht wahr? Das ist einfach Teil davon, es gehört dazu. Und was ist die Folge davon, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde? Weil Leute denken, oh, warum predigt ihr so hart, ihr verhindert, dass Leute gerettet werden und ihr haltet Leute fern von Jesus, wenn ihr so hart predigt und mit all der Verfolgung. Aber eigentlich wird dadurch Christus verherrlicht, wenn wir verfolgt werden. Genau. Ja, Leute hören davon und sie sehen das. Ja. Und das ist eine gute Zeugnis für sie. Ja. Wenn sie das sehen, dann sind sie inspiriert, oder? Ich hoffe. Sie sollten. Ja. Und so viele Christen glauben, dass wir sollen die Verfolgung vermeiden. Aber warum würden wir die Verfolgung vermeiden, wenn Jesus ist verherrlicht durch unser Geduld in Verfolgung, oder? Ja, und klar, manche Leute haben Angst vor Verfolgung. Ich meine, ich kann menschlich verstehen, warum. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, in Sicherheit zu sein. Entweder ich gehe Verfolgung aus dem Weg, dann bin ich sozusagen weltlich in Sicherheit. Oder ich gebe mich einfach der Verfolgung hin und Gott wird dafür sorgen, dass ich in Sicherheit bin. Aber wenn man der Verfolgung aus dem Weg geht, dann wird Gott vielleicht dafür sorgen, dass man doch irgendwann verfolgt wird. Gerade dann. Und du und ich haben ein bisschen Verfolgung erleidet, oder? Aber wir sind nicht geschlagen worden, wir sind nicht ins Gefängnis geworfen, wir sind nicht getötet worden. Es ist nicht so eine große Sache, wie Leute denken. Richtig. Ja. Es wird mange Leute sein, die es wird ein paar Leute sein, die ins Gefängnis geworfen werden oder getötet werden, aber die meisten Leute, die für Christus leben, sie werden Verfolgung erleiden, aber nicht wie das, oder? Denke ich auch. Und weil er uns bewahrt von diesen Sachen. Ja. Und wenn ich für Christus sterben musste, das ist auch ein Segen, weil das ist eine Ehre. Das ist, was die Bibel sagt. Und, aber das ist sehr wenig Leute, die das machen. Ja, ja. Die meisten Christen werden verfolgt, aber nicht getötet, nicht ins Gefängnis geworfen. Und wenn ich ins Gefängnis geworfen sein würde, das wäre schlimm, aber es würde auch eine Ehre sein, ins Gefängnis geworfen zu werden für Christus, oder? Weil, hey, wir haben nachher Ruhe. Es ist besser, jetzt zu leiden und sich Belohnung im Himmel zu sammeln und später Ruhe zu haben. Aber wahrscheinlich werden wir das nicht erleiden. Ja. Ich nicht, vielleicht du. Mal sehen.